Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuesten Quick Look vom Testserver zum Patch 098. Und hier will ich euch natürlich mal die Änderungen und die wichtigsten Änderungen präsentieren. Deswegen starten wir einfach schon mal mit dem ersten Themen. Und zwar, es gibt jetzt, das ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, der den auch runtergeladen hat, die Möglichkeit zwischen einem SD und einem HD-Client zu wählen. Der SD-Client ist etwas kleiner, hat aber auch die schwächeren und niedriger auflösenden Texturen als der HD-Client. Zudem wurden 36 Missionen geändert, also für alle Missionsspieler unter euch. Hier wurden Anpassungen gemacht, die ich euch jetzt hier so in der Form leider nicht präsentieren kann, aber das könnt ihr ja auch im Zweifel nachlesen. Dann wurde Kumarin als Karte entfernt. Also für alle Kumarin-Spieler tut mir leid, aber die Karte ist aus den Random Battles zumindest entfernt worden, aber natürlich lässt sie sich über die anderen Wege immer noch anwählen. Gefechtsergebnisse wurden auch etwas angepasst. Da seht ihr jetzt also in Zukunft, wie weit ihr noch praktisch bis zur nächsten Kanone und so weiter braucht. Und die größte Änderung für alle deutschen Spieler, da springe ich mal ganz kurz in den Tech Tree. Und zwar der VK4502B wird entfernt, ist jetzt hier auf dem Testserver noch aktuell da und zwar durch das Mäuschen ersetzt. Das Mäuschen werde ich euch einfach auch nochmal unter dem Video verlinken, also von dem her, da wird es dann da Veränderungen im Checktree geben. Und jetzt fangen wir mal mit den HD-Panzern an. Und zwar, ich habe sie mal alle ausgewählt und alle für euch mal bereitgestellt. Wir starten direkt mit dem IS-3. Wie gesagt, achtet gut drauf, also optisch HD. Ich gehe jetzt nicht auf alle Punkte einzeln ein, aber meines Erachtens sehr schön. Viele Modelle sind sehr, sehr, sehr stimmig geworden und der IS-3 ist da definitiv einer davon. Also dem tut das HD-Thema sehr, sehr gut. Dann geht's weiter mit dem Leopard 1 Tier 10 mittlerer Panzer der Deutschen. Auch hier die Feinheiten sehr schön zu erkennen. Also ich muss sagen, die HD-Panzer werden meines Erachtens immer besser. Also von dem her großes Kompliment und Chapeau. Weiter geht's mit den Deutschen und zwar der Hummel. Besonders diese vielen Kratzer, diese Abnutzungsspuren, die sind einfach stimmig. So schaut ein Panzer aus, der auch im Einsatz ist und nicht so geschleckt. Dann Amerikaner wollen natürlich auch präsentiert werden und hier in dem Fall mit dem German Jumbo. Weiter mit dem M26 Pershing. Auch hier mit der Nummer, mit dem eingestanzten. Schöne Feinheiten. Auch hier dieses Abgedellte, dass es nicht oder dass es nicht neuwertig ist, sondern wirklich ein genutzter Panzer. Und das finde ich persönlich sehr schön. Dann geht's weiter mit dem Super Pershing. Super Pershing hier. Auch mit dem MG hier unten, wie das eingelassen ist, schaut sehr schön aus. Schöne Textur, gefällt mir äußerst gut. Die Amerikaner gehen weiter mit dem Tier 10 M48A1 Patton. Auch hier, ich brauche es glaube ich gar nicht mehr zu erwähnen. Die Kenner unter euch erkennen es ja sofort, was anders ist. Aber wie gesagt, sehr schön. Also mir gefällt es äußerst gut. Dann geht's weiter. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Den T32, auch ein sehr gern gespielter Panzer von vielen. Sehr geschätzt auf der Tier 8 Stufe. Und dann zum letzten Amerikaner, und zwar den M10 Wolverine. Ich habe alle Panzer für euch in der Elite-Ausstattung gewählt, also von dem her, so wie ihr sie dann hoffentlich am meisten und am längsten spielen werdet. Wir blicken auch nochmal hier in den Panzer etwas herein. Mit den
Granaten hier. Sehr schön gemacht. Dann der AMX 50-100. Der schaut nicht ganz so abgenutzt aus wie die Panzer, die wir bisher gesehen haben. Scheinbar sind die Franzosen darauf bedacht, dass ihre Panzer hübscher aussehen als die der amerikanischen Genossen. Nun der 50-120. Da ist dann doch schon etwas mehr Abnutzungserscheinung gegeben. Auch hinten die Bleche sieht man ganz gut. Weiter geht's mit den Briten. Hier dem Cromwell. Ein mittlerweile von mir sehr geschätzter Panzer. Sehr, sehr schönes Ding. Von dem her freue ich mich persönlich darüber, dass es da eine HD-Textur dann jetzt auch da gibt. So, zwei haben wir noch. Und zwar die Russen wollen ja auch noch nicht mehr zu kurz kommen. Entschuldigung, die Chinesen natürlich. Und zwar der Typ T-34. Der Tier 5 mittlere Panzer. Und der Typ 58, last but not least. So, dann waren das die HD-Panzer im Überblick. Wir springen jetzt weiter zur nächsten Veränderung und zur nächsten Neuerung, und zwar den persönlichen Missionen. Und zwar kennt man das bisschen aus den Bollwerksgefechten, dass man sich da besondere Boni erspielen kann. Und genau sowas wird es jetzt für einen selber auch gehen. Das heißt, man go to mission, dann sieht man hier, was für Missionen müssen wir erfüllen, um dann die Aufgaben zu bekommen. Hier in dem Fall ist es eine Mission, die etwas längere Zeit erfordert. Dann sieht man, wie hier drüben habe ich euch beispielsweise mal das als herausgepickt. Man hat da eine Mission erfüllt und bekommt dann 6 Stunden lang 5% Credits pro Gefecht. Wenn man dann hier drauf drückt, landet man hier in diesem Fenster. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, also 5% Credits für die nächsten 6 Stunden activate. Und was will ich noch? 10% Credits für die nächsten 4 Stunden. Kann man auch machen. Das sind der Medium-Missionen. Also da gibt es auch nochmal hier sehr, sehr viele verschiedene Missionen. Seht es mir nach, dass ich da gerade ein bisschen in den Stock gekommen bin. Jetzt kommt das Allerwichtigste von diesem Patch 098, und zwar der neue Modus Herrschaft. Und zwar in dem Fall gibt es Ganze da 3 Panzer zu spielen. Und zwar Objekt 140D, den T110E5 und AMX 50B. Diese 3 sind spielbar, und sobald man einen der ganzen wählt und einfach auf Battle drückt, geht's auch schon los. Herrschaft ist eine sehr spannende und mal neuere Geschichte, die man so aus dem World of Tanks Universum bisher wirklich noch nicht kennt. Und man muss auch eins sagen, es ist nicht das ganz klassische World of Tanks, das man so selber kennt, selber spielt, so sonst immer erwartet hat. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, weil es ist deutlich schneller. Und auch deutlich, ja, spannender in der Form, dass man einfach irgendwo mehr gefordert ist. Ob es einem besser gefällt, ist Typsache. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt einen Capture-the-Flag-Modus. Es gibt Punkte, an denen man sich reparieren kann, die man hier hinten sieht. Man muss die Flagge aus der Mitte holen und in seine eigene Basis bringen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, das ganze Spiel für sich zu entscheiden. Jetzt werde ich aber einfach mal an die Front fahren, und erstmal ist natürlich das Allerwichtigste, was man auch so kennt, Schaden machen. Das ist wichtig, das zählt. Ihr seht, es geht natürlich erstmal alles Richtung Mitte, natürlich zur Fahne. Das ist der essentielle Punkt, um den es hier geht. Und oben seht ihr jetzt auch die Ordensbänder, die ganz neu sind in dem Spiel. Also auch hier diese Änderung und Neuerung mit den Ordensbändern, dass ihr also auch im Spiel so einen gewissen Progress seht.
So, und jetzt müssen wir auf den mit der Fahne gehen. Der muss zerstört werden. Jetzt bin ich leider noch im Reload. Aber der Gegner führt schon leider erheblich. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das auch mit dem Reparieren ist. Ihr seht, ich bin ein bisschen angeschlagen, habe schon ein paar HP verloren. Deswegen jetzt ab in den Reparations- oder Reparaturpunkt, sage ich jetzt einfach mal. Da wir jetzt 5 Sekunden drin stehen bleiben und dann ist alles wieder heile. So, jetzt also auch hier den E5. Jetzt kann ich 36 Sekunden lang in diesem Punkt nicht mehr reparieren. Dann müsste ich jetzt in einen der anderen fahren. Der ist jetzt gesperrt gerade dafür. So, jetzt habe ich hier die Fahne. Ich habe es aber gedacht, dass ich die Fahne noch nie hatte. Weiß ich jetzt nicht, zu welchem Punkt ich fahren muss. Ob ich jetzt hier zu dem... Ah ne, es blinkt unten hier auf der Karte. Ich hier ist. Das heißt, ich muss also da hinten zu dem anderen Punkt irgendwie hinkommen. Ob ich mich jetzt reparieren kann, weiß ich jetzt auch gar nicht. Probieren wir einfach mal aus. Das schaut gut aus. Das scheint zu gehen. So, also jetzt bin ich zumindest mal wieder frisch. Und kann mal Richtung Fahnenpunkt fahren. Wird hier Gott sei Dank gerade ignoriert. Und da ist der Punkt. Und ich habe sie abliefern können und habe dementsprechend hier die 36 Punkte geholt. Und damit ist unser Team in Führung gegangen. Entschuldigung, wollte das Ganze euch natürlich nicht wegklicken. Mit kaputten Munitionslager macht es gleich gar keinen Spaß. So, jetzt ist der AMX-50B hier des Gegners in den Punkt zum Reparieren gefahren. Deswegen ist er jetzt wieder voll und dann lasse ich ihn auch einfach mal stehen. Der Gegner fährt gerade seinerseits die Fahne wieder in den Punkt. Hat es geschafft und damit liegt er jetzt auch schon wieder 80 in Führung. So, wenn ich jetzt tot bin, dann zeige ich euch auch mal ganz kurz. Jetzt müsste mich nur jemand mal töten. Wie das ist nämlich, wenn man den Panzer wechselt, beziehungsweise gewechselt bekommt. So, da bin ich auch tot. Und jetzt kommt diese Maske. Jetzt kann ich mir hier aussuchen, welchen Panzer ich will. Entweder ich nehme den oder ich warte eine gewisse Zeit wieder auf den gleichen Panzer. Geht auch. Aber jetzt nehmen wir mal den E5. Der Gegner hat schon wieder die Fahne. Das heißt, entweder die Punkte verteidigen, dass er nicht durchkommt, oder ihn zerstören. Beides ist möglich. So, und er fährt schon zielstrebig außen entlang. Ah, da hat er noch ganze 15...
So, da konnte ich ihn zerstören. Seinerseits hat aber jemand anders die Fahne aufgenommen. So, jetzt fahrt er hier mit der Fahne entlang. Die Fahne ist jetzt wichtig, weil wenn der Gegner die in den Punkt gebracht hätte, dann hätte er praktisch hier jetzt... den Sieg gehabt. Junge, bring die Fahne nach Hause. So, da konnte ich wieder einen Punkt fürs Team dazu gewinnen. So, jetzt tracken sie mich. Jetzt ist natürlich hier so viel Gegnerfeuer. Und jetzt spiele ich auch noch den letzten Verbliebenen für euch. Dann haben wir nämlich alle durch. Das Objekt 140. Es ist auf jeden Fall ein schönes Gefecht bis dato. Ihr seht, man muss auch wirklich ein bisschen taktisch mitdenken. Wie positioniert man sich? Wie fährt man? Wie verhält man sich? Allein schon wegen den Fahnen und den Punkten. Gegner hat jetzt wieder die Fahne. Der will natürlich hier wahrscheinlich in diese Richtung, dass er hier abgeben kann. Aber das habe ich jetzt vor, eigentlich nicht zuzulassen. Jetzt ist aber hier die ganze Meute des Gegners, kommt hier nach. Jetzt sind da ganz viele Gegner. Jetzt versuche ich mich so hinter denen zu positionieren, dass möglichst wenige auf mich schießen. Aber geht schief. Die Gegner sind hier in der ganz klaren Mehrheit. Das heißt, die werden ziemlich wahrscheinlich jetzt abgeben können und damit sich den Sieg holen. Oder sie gewinnen, indem dass sie einfach die Gegner zerstören, weil für jeden zerstörten Panzer gibt es auch einen Punkt. So. Da ist die Fahne. Ah, oh, gibt's doch nicht. Und dann der eine prallt ab, den man bräuchte. Aber ihr seht es, sie brauchen noch lediglich 3 Panzer zerstören. Dann gewinnen sie es. Und wenn sie jetzt die Fahne nicht abgeben, dann wird es dann auch da ganz leicht funktionieren. Jetzt wurde hier die Fahne allerdings gedroppt. So, das war natürlich mau. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, dass ich vielleicht in den Punkt zum Reparieren komme. Aber nein, da haben wir leider gerade schon direkt verloren durch die Niederschüsse. So, und dann sehen wir hier das ganze Endergebnis. Es gab ein paar Credits raus. Ob die Creditvergabe so weiter bleibt, kann ich euch nicht verraten. Der Teamscore, da habe ich mich doch ganz wacker geschlagen. Bin am Endeffekt auf Platz 1 gekommen mit knapp 10.500 Schaden. Und hier das Ganze nochmal zu Ende gesehen. Ja, das ist der Patch. Und von dem her bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Also wir gehen nochmal die wichtigsten Highlight-Punkte durch. Natürlich der neue Spielmodus Herrschaft, den wir gerade eben gesehen haben. Die Gefechtsergebnisse, bei denen ihr dann den Progress seht, was ihr noch braucht für die weiteren Teile zum Erforschen. Die Ordensbänder auch gerade im Herrschaftsmodus gesehen. Sehr, sehr schön. HD- und SD-Client, wo ihr in Zukunft ein bisschen eure Downloadgröße minimieren könnt. Die Missionen und natürlich Kumarin sowie die HD-Panzer und auch last but not least das noch nicht zeigbare neue Mäuschen. Ja,
Vielen Dank fürs Zuschauen, also des Ganzen. Mich würde es jetzt mal ganz stark interessieren, wie gefällt euch der Patch? Was ist eure Meinung dazu? Und bei Gefallen des Videos freue ich mich natürlich wie immer über ein Abo. Bis bald, euer Alcaramba.